Hallo, liebe Deutschlernende. Erstmal vielen Dank an Christa. Christa ist eine neue Förderin auf Patreon und damit haben wir das erste Ziel erreicht. Ja? $100 jeden Monat, das ist echt voll fantastisch. Ja? Vielen, vielen Dank für all die, die jeden Monat spenden auf Patreon. patreon.com/authenticgermanlearning. Heute möchte ich mit euch über Motivation sprechen. Ja? Motivation kommt und geht und gerade wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann hat man weniger Motivation, als wenn die Sonne total doll scheint. Ja? Es wird in Berlin jetzt kälter, ja, es wird kälter und ihr wisst, was das heißt. Es heißt, der Winter kommt. Ja, bereitet euch vor, der Winter kommt. Mit dem Winter kommt sehr viel Kälte, sehr viel Dunkelheit und deshalb geht dann auch oft die Motivation. Und es gibt für mich mehrere Dinge, die ich mache, wenn ich unmotiviert bin. Ja? Ich bin nicht immer motiviert und wenn ich sehr unmotiviert bin, dann gibt es mehrere Strategien, die ich benutze. Also eine Strategie, die ich benutze, ist, dass ich rausgehe, wie jetzt, ja, und dass ich einen Spaziergang mache. Ja? Ich laufe rum und gerade wenn es ein bisschen kälter ist, dann bekommt man auch sehr viel Energie, eben weil es so kalt ist. Ja, der Körper wird aktiviert, der Körper denkt, okay, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Und Kälte hilft paradoxerweise oft, wenn man wenig Motivation hat. Ja? Oder ich meditiere. Ja? Wenn ich meditiere, dann merke ich auch, dass ich mehr wieder zu mir selbst komme, dass ich Energie schöpfe. Eine weitere Sache, die ich mache, ist mit Freunden reden. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, oft mit Freunden zu reden, da der Rat, den man bekommt, einen auch sehr hilft. Ja? Wenn ich unmotiviert bin und ich rede mit einem Freund oder einer Freundin und ich bekomme ein bisschen Feedback, ich bekomme ein paar Tipps, dann bekomme ich auch sehr viel Energie. Oder ich lasse mich vollkommen auf das Gefühl ein. Ja, das hilft mir auch sehr viel. Wenn ich jetzt sehr unmotiviert bin, ja, und mich nicht so gut fühle, dann ist es, denke ich, sehr hilfreich, ganz bei dem Gefühl zu bleiben. Ja, ich denke, es ist sehr hilfreich, dieses Gefühl sehr zu spüren, ja, weil viele Leute vermeiden Gefühle so sehr sie können, ja, sie sind unmotiviert, sie sind deprimiert und dann versuchen sie das einfach zu ignorieren, aber ich denke, es kann sehr hilfreich sein, das wirklich sehr bewusst zu machen, ja, ich denke, es ist sehr hilfreich, sich bewusst zu machen, was man fühlt, ja, und zum Schluss möchte ich noch Sport erwähnen. Ich denke, Sport kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um mehr Motivation zu haben und mehr Energie. Ja? Das sind meine Tipps. Lasst euch nicht unterbringen, auch wenn es jetzt immer kälter wird, auch wenn es weniger scheint. Hier waren ein paar Tipps, um Motivation und Energie zu schöpfen. Ich hoffe, es hilft euch. Mir hilft es sehr. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.